Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Und herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren Folge Subnautica. Und ich habe einfach gerade mal so ein bisschen hier rumsuchen wollen, was es denn hier so alles gibt. Ein bisschen offscreen spielen, bis ich an einen spannenden Punkt komme. Und ich habe hier gerade eine Tür gefunden, bei der ich endlich meinen Laserschneider verwenden kann. Und ich bin sehr froh darüber, dass sich der doch irgendwann gelohnt hat. Zyklop. Ich habe nämlich mal geschaut, so wie weit noch Subnautica geht. Und dachte mir, ja, das kriegst du noch hin. Also, das ist jetzt nicht so aus der Welt. Und das werde ich jetzt auch machen, deswegen, es kommt auf jeden Fall noch. Ich werde es durchziehen. Okay. Ja, ich habe gerade eben hier hinten schon irgendwo, ah, das ist jetzt gar nicht mehr da, da unten war diese eine Kapsel von dem guten Mr. Keen, von dem ersten Kommandanten auf 300 Metern, die ich ja erst nicht untersuchen wollte, weil ich dachte, ich sterbe dabei. Ja, ist nicht der Fall. Oh shit. Shit, 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 nach oben. Oh nee. Das war schlau. Ja, deswegen, die habe ich jetzt untersucht, habe dann ein paar PDAs rausgesammelt, ein paar Blueprints. Und die werde ich euch gleich auch nochmal alles zeigen, was ich da zusammengesammelt habe. So, by the way, die letzten 2 Wochen kamen wieder, oder 1,5 Wochen bis 2 Wochen kamen keine Videos, weil ich erst erkältet war. Das ist jetzt langsam abklingen, also gut ist es immer noch nicht, aber es geht schon wieder halbwegs. Und dann war ich noch letztes Wochenende bei meiner Schwester, habe die besucht. Und ja, hat entsprechend halt nicht wirklich Zeit, um irgendwas zu machen. Ich würde gerne mehr machen, aber es muss auch die Zeit dafür da sein. So, wir befinden uns jetzt an Land wieder. Wir haben hier Rubine. Sorry. Gefunden, wie ihr seht. Und Lithium haben wir auch gefunden. Krass, okay. Ein nicht funktionsfähiges Mikroskop. Wunderbar. Viele neue Baupläne. So, jetzt in den Datenbänken haben wir einmal von dem zweiten Offizier Keen und von... Nochmal von zweiten Offizier Keen, okay. An die gesamte Besatzung, wenn Sie das erlesen, sind Sie gegen meine Befehle dem automatischen Notsignal gefolgt, das vom Bordcomputer dieser Rettungskapsel gesendet wird. Ich war gezwungen auszusteigen. Ihre Befehle sind, meine Sicherheit zu ignorieren und zu versuchen, die übermittelten Treffpunktkoordinaten auf der nächsten Landmasse zu erreichen. Ich hoffe, Sie alle dort zu treffen. Und das zweite... Lightpod detached to K planet 4 in 30 seconds. The computer has identified a landmass at the attached coordinates. I want you to regroup the crew there. Understood, but they are your responsibility now. Don't let them down. Captain, you need to evacuate. Negative. You'll need the ship in one piece if you're going to contact HQ on the long range. I'm attempting a controlled descent. Captain! Ja, das mit dem kontrolliert war dann auch so eine Sache. Wir haben neue Baupläne, genau. Modifizierungsstation. Ja, das größtenteils für irgendwelche Fahrzeuge. Da hinten ist der Aurora-Treffpunkt auf trockenem Land. Ich würde sagen, das ist unsere nächste Anlaufstelle. Oh Gott, sah das gerade creepy aus. Wieso ist es hier so dunkel, ey? Oh! Oh Gott, hab ich mich erschrocken, Alter. Jungs, hier ist ja viel zu dunkel. Ich sehe null. Ich sehe null. Oh Gott, nee, Jungs, Alter. Ich kann das nicht. Ey, es tut mir so fucking leid, ne? Ich weiß, ich muss früher oder später dahin, aber ich kann das nicht. Alter, ich habe gerade gesehen, wie krass ich mich schon bei dem Vieh erschrocken habe, das ich gesehen habe. Alter, wieso ist es da so asozial dunkel da hinten? Oh, Junge. Es wird saudunkel, sobald ich da in die Nähe gehe. Ey, das ist ja mega unnormal asozial. Alter. Ey, sorry, Jungs, aber ich muss mich erstmal vorbereiten auf sowas. Das macht meine Nerven nicht mit. Oder ich mache einen Umweg dahin. Oder ey, komm, ich... Das ist ja an Land. Scheiß auf alles. Nee, warte, ich warte erstmal, bis Tag ist.
Das auf jeden Fall. Ich warte, bis Tag ist. Und dann gehe ich da aber hin, Jungs. Ich schwör's euch, ich gehe da hin, ne? Aber ich warte, bis es Tag ist. So, hier ist... Hoppala. Auch nichts Gruseliges. Ja. Mal wieder ein Land hier, ne? Da unten ist der Treffpunkt im Land... Tal da unten, oder was? Das ist natürlich mal wieder super. Weil es wahrscheinlich nur einen Ausweg nach oben gibt. Und da safe ein Monster. Und dann komme ich nicht vorbei. Und dann sterbe ich. Ah, ja. Das ist immer gut. So, dann höre ich mich mal kurz hier an, was der zu sagen hatte. We have to board the Aurora. Repair the long-range comms. Make contact with the other survivors. We can't be the only two that made it. Those are not the orders the captain gave me, and they are not the orders I'm giving you. This isn't chain of command, it's survival. My obligations as acting commander don't turn on their convenience. Get out of the water. If I get into trouble, I'll send you my coordinates. I can't let you go alone. Then come with me. You don't leave me much choice. Received emergency transmission from Second Officer Keane, 2 hours after last activity. Rendezvous was a failure. Intercepted a transmission from Altera HQ, seems they sent a data package to the Aurora. We were intercepted by a Leviathan-class Predator before we could reach the ship. Consider the CTO and I lost at sea. Be safe. Keane, out. Ja. Dachte ich mir ja, ne? Wir fahren von 2 Leuten. Beide tot. Okay, wir hatten wieder mal, wurde gecallt, dass hier ein Vieh in Leviathan-Größe angetroffen wurde. Das ist so, das ist wohl so eine Art Endgegner von uns jetzt. Wir haben es tatsächlich geschafft. Jetzt bin ich mal gespannt. This is Life Pod 4. We've landed close to the Aurora. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us, and I don't know how long we're gonna last. We're close to the crash site, so bring radiation protection. 4 out. So, wir befinden uns im Anmarsch auf die Aurora. Da stand das Teil, der Sendespruch wurde ungefähr 150 Meter nordwestlich von dem mittleren Teil der Backbordseite der Aurora gesendet. Das heißt, Backbord ist links, meine Freunde. Nordwesten ist in die Richtung. Das heißt, ziemlich genau hier, ja. Ich weiß nicht, wie viel jetzt 100 Meter genau, 150 Meter genau sind. Ich fahre einfach mal komplett an die Backbordseite ran. Hoffe, dass da nicht dieses Leviathan-Vieh kommt. So, ich bin ein bisschen paranoid hier. Das ist, Alter, dieses Spiel, das ist so crazy bei mir. Immer sobald ich in einem neuen Bereich bin, bin ich so krank paranoid. Das ist echt nicht mehr gesund. Ich weiß nicht, ob ich näher an die Aurora ran soll. Ich habe da echt Respekt vor, actually. Aber ich habe halt keinen Bock zu verrecken, so. Oh, oh Gott. Junge. So, das hier schaue ich mir noch an. Und wenn hier nichts, wirklich nichts ist, irgendwie, was irgendwie einen Hinweis gibt, dann tut's mir leid, ne? Aber dann bin ich erstmal kurz weg. Meine Nerven beruhigen mit irgendwas. Shit, hier bräuchte ich ein Reparaturenwerkzeug, um hier reinzukommen. Das ist halt safe, das, was ich brauche. Okay, wo bin ich hier? Das ist ja, das ist 100 Pro der Ort. Dann hole ich mein Reparaturenwerkzeug und komme nochmal hierher. So, da wären wir wieder. Am neuen Tag. Ich hatte, by the way, die ganze Zeit das Reparaturenwerkzeug dabei, habe es aber nicht gesehen. Das ist mal ein Genius Move gewesen von mir. War natürlich Absicht. Okay, Tür öffnen. So, jetzt erhoffe ich mir aber mal ein paar Daten. Daten und Fakten. Versorgungskiste, ja, okay. Ja, ist hier kein PDA oder sowas? Sag mal, gibt's das noch? Warte mal, Scanner. Signal, hä? For real jetzt? Hier ist einfach nichts? Ah doch, ah, yo. Nee, locked, lol. Never mind. Hä? Das kann doch nicht sein. Ah, yo. Hier geht's noch weiter. Aha. Warte mal. Ich soll vielleicht erstmal kurz Luft holen.
Ah ja, dachte ich's, ey, das konnte nicht sein, ne? Brauchen wir jetzt nicht zwingend. So, hier muss doch jetzt ein PDA sein, oder? Ernsthaft? Nur wieder blöde Fragmente? Ich muss schon sagen, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, so, ne? Ich hatte mir jetzt hier mehr erhofft. Ja, und hier geht's auch nicht mehr weiter, ja. That's it. Mehr ist nicht. Warte mal. Ah jo, oh, ich dachte gar schon, ich wäre jetzt eingeschlossen irgendwie. Da bin ich einfach nur komplett lost. Ja, passiert mal, ne? So, die Frage, die sich jetzt aber alle stellen, ist doch eigentlich, war das, was ich suchen sollte? Nee, komm, wisst ihr was? Ich nehme jetzt wieder seit 1,5 Stunden auf. Ich gehe jetzt mal zu der Basis zurück. Und wir brauchen ja auch noch was für den nächsten Part, so. Deswegen. Das mache ich am Anfang vom nächsten Part. Ich verspreche es, Leute. Ich traue mich da rein. Ich habe mich auch ins andere reingetraut. Wenn ich das verspreche, dann halte ich das auch. Ja, insofern. Beim nächsten Mal schauen wir uns das da hinten an. Bis dahin habt noch eine wundervolle Zeit. Und ja, haut rein. Bis dahin. I'm out. Peace.